Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur bewegten Pause. In der heutigen Einheit braucht ihr ein kleines Trainingshilfsmittel, also einen Stift. Muss kein grüner sein, ja, aber der wird uns heute ein bisschen begleiten. Also wir fangen erstmal an im Stand, wir gehen auf die Zehenspitzen hoch und wir machen Armkreisen und übergeben den Stift immer von auf Brusthöhe. Arme schön richtig hochkreisen, versucht mit dem Oberarm dicht an den Ohren vorbeizukommen und die Fersen ganz leicht in der Luft zu lassen, so einfach ein bisschen koordinativ noch zusätzlich mitarbeiten. Schön weit ausholen, Stift immer von auf Brusthöhe, von der einen Hand in die andere übergeben. Gut, das Tempo mal ein bisschen steigern und rückwärts das Ganze. Also übergeben, rückwärts kreisen, übergeben, rückwärts. Wir bleiben auf den Zehenspitzen. Sehr gut. Auch hier Tempo wieder ein bisschen anziehen. Locker lassen. Sehr gut. Wir können wieder auf den ganzen Fuß runtergehen. Wir machen jetzt die Arme gestreckt nach vorn, gehen so weit wie es geht nach hinten, halten kurz, übergeben vorn wieder den Stift und ziehen die Arme wieder breit nach hinten. Los geht's. Haltet den Bauchnabel ein bisschen nach innen gezogen, ein bisschen Rumpfspannung und versucht mit jeder Wiederholung ein Stück mehr nach hinten zu kommen. Zieh die Schulterblätter zusammen, lass die Arme lang. Und richtig weit nach hinten ziehen. Sehr gut, Schultern hinter, kurz halten. Wenn ihr nach hinten geht, tief einatmen, vorzu ausatmen. Und noch drei. Noch zwei. Und noch einer. Sehr gut, okay. Gut. Als nächstes, stellt euch bitte nur aufs rechte Bein. Das linke Bein ist angehoben in der Luft. Und wir kreisen jetzt mit dem Stift um die Hüfte. Und wir pendeln dabei ganz entspannt mit dem linken Bein vor und zurück. Auf geht's. Ja, ich denke, spätestens jetzt müssen beide Gehirnhälften hier dabei sein. Okay, Bein bleibt gleich, Richtungswechsel. Stift andersrum kreisen und versucht ruhig ein bisschen größer zu pendeln mit dem Bein. Okay, reicht. Andere Seite. Rechtes Bein hoch, Zehenspitzen ran. Ihr pendelt langsam los und Stift um die Hüfte kreisen. Versucht die Arme lang zu lassen beim Kreisen, dass wir vorne gestreckt übergeben und hinten auch relativ gestreckt übergeben. Richtungswechsel, Bein gleich, andersrum kreisen. Sehr gut, okay. Als nächstes, schön groß machen, Brust raus, linkes Bein anheben, Stift unten drunter durch übergeben und andere Seite. Ziel ist es immer, dass ihr wirklich das Knie über Hüfthöhe bekommt, richtig weit hoch und trotzdem dabei groß bleibt. Ja, ob ihr das jetzt von innen nach außen oder von außen nach innen übergebt, spielt keine Rolle. Oberkörper richtig schön loslassen, Bein weit anheben. Richtig hoch. Okay, gleiches Spiel, nur dass wir das Bein jetzt gestreckt nach oben anheben. Heißt, linkes Bein kommt gestreckt hoch und Stift unten drunter durchgeben. Versucht Standbein und das Bein, was er nach oben führt, richtig durchzudrücken. Oberkörper bleibt gerade. Beim Anheben ausatmen. Richtig schön hoch, kommt.
Dabei groß bleiben. Sehr gut, noch zwei, eins und locker lassen. Super. Als nächstes machen wir die Füße richtig schön weit auseinander. Wir machen jetzt immer in Achten den Stift zwischen den Beinen übergeben. Das heißt, Stift von vorn nach hinten in die andere Hand übergeben und wir pendeln ein bisschen mit dem Oberkörper immer mit zur Seite rüber. Versucht die Beine gestreckt zu lassen, dass wir gleich ein bisschen Dehnung auf die Oberschenkelrückseite drauf bekommen. Ja, von vorn nach hinten übergeben. Oberkörper geht immer mit zu der Seite, wo ihr um das Bein kreist, dass wir dort auch ein bisschen Dehnung drauf bekommen. Und jetzt machen wir einen Richtungswechsel. Von hinten nach vorn übergeben. Sehr gut. Reicht. Wir bleiben in der Position. Eine Hand von vorn, eine Hand von hinten an den Stift ran. Ziel ist es, den Stift anzuwerfen und dann einmal schnell umzugreifen. Pass auf. Das ist jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, aber ihr schafft das. Stift anwerfen und umgreifen. Stift anwerfen und umgreifen. Probiert's. Stift anwerfen, umgreifen. Fest zupacken, anwerfen, umgreifen. Und noch ein. Sehr gut. Geschafft. Schwein gehabt. Okay, als nächstes. Ihr nehmt den Stift in die rechte Hand. Wir machen die Füße ein bisschen mehr als schulterweit auseinander. Ziel ist es, rechter Arm gestreckt nach oben, linker Arm gestreckt nach unten. Und wir machen jetzt runter die Kniebeuge bis links die Fingerspitzen den Boden antippen und unser Ziel ist es jetzt, dass der Arm oben nicht nach vorn kommt, sondern dass wir richtig schön Spannung drauf halten. Stellt euch vor, vor euch ist eine Wand und senkrecht nach unten. Hier oben ein bisschen Spannung drauf und hoch. Knie nach außen schieben und hoch. Hier oben immer ein bisschen nach hinten arbeiten. Im Optimalfall macht es so, dass ihr nie eure Hand hier vorne seht, dass ihr richtig schön über dem Kopf bleibt. Langsam runter und wieder hoch. Langsam runter, kurz unten halten und wieder hoch. Noch zwei und noch eine. Prima. Andere Seite. Stift linke Hand, rechte Hand geht nach unten, weit nach hinten und schön groß bleiben. Unten antippen und wieder hoch. Antippen und hoch. Oben immer noch ein bisschen mit nach hinten ziehen. Unten kurz halten, bisschen nach hinten. Auf geht's. Letzten zwei. Und einer. Sehr gut. Prima. Wir machen im Sitzen weiter. Bisschen entspannt. So, Stift nicht weglegen, den brauchen wir. Ihr setzt euch richtig schön hinten an eure Lehne ran, machen vorne die Beine geschlossen und wir geben jetzt den Stift hinter dem Rücken von der einen Hand in die andere und dann vorne auch wieder übergeben. Und das Ziel ist es, wenn ihr zwei, drei Runden geschafft habt, dass ihr ein bisschen weiter nach vorne rutscht auf eurem Stuhl, ohne Kontakt an der Lehne, den Stift hinten übergeben. Bleibt schön groß. Ihr müsst halt so weit nach hinten ausholen, dass der Oberarm nicht an den Stuhl rankommt und dass ihr trotzdem den Stift übergeben könnt. Wenn das problemlos für euch möglich ist, dann rutscht noch ein bisschen nach vorne, bis es euch wirklich herausfordert. Richtungswechsel. Groß bleiben dabei. Jedes Mal antippen, ein Strafe-Liegestütz. Ich bin bei zwei. Und noch eine Runde. Und geschafft. Sehr gut. Ihr könnt den Stift erstmal kurz zur Seite legen. Wir machen als nächstes die Hände hinten an die Lehne ran. Hände verschränkt, also einmal so. Hände hinten an die Lehne ran. Und wir strecken uns jetzt so weit wie es geht nach oben hindurch. Ihr nehmt bitte die Schulter nach hinten, Kopf in den Nacken legen und die Lendenwirbelsäule einmal so weit wie es geht durchdrücken und mit den Händen hinten gegen die Lehne ein bisschen Druck erzeugen.
maximal weit die Schultern nach hinten ziehen. Schiebt hier richtig fest dagegen. Halten. Und jetzt nach vorne einrollen. Schultern nach vorne nehmen. Kinn aufs Brustbein legen. Rücken rund machen. Kurz in der Position bleiben. Und wieder öffnen. Schultern nach hinten ziehen. Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule richtig durchdrücken. Hinten Druck drauf bringen. Halten. Und wieder lösen. Einrollen nach vorn. Ganz rund machen. Schulter mit vor, Rücken rund. Und aufrollen. Und schiebt nochmal die Hände hinten weit nach hinten. Und halten, halten. Und locker lassen. Sehr gut. Machen noch ein bisschen Dehnung im Stand. Linke Hand an eure Lehne ran. Wir machen mit dem rechten Bein einen richtig schönen großen Ausfallschritt nach hinten. Ziel ist es jetzt, dass wir die Hüfte so weit wie es geht nach vorn schieben und die Schulter nach hinten bekommen. Den rechten Arm nehmen wir noch mit nach oben. Versucht nach schräg hinten zu greifen. Hinten ist die Ferse hoch, Hüfte vor und nach hinten lehnen. Haltet ein bisschen Bauchspannung. Ziel ist es, dass die Hüfte vor der Schulter ist und die Schulter noch vor dem Arm. Halten, halten und wieder lösen. Das Ganze zur anderen Seite. Linkes Bein nach hinten, rechte Hand an die Lehne ran und Hüfte nach vorn, Schulter nach hinten, linker Arm hoch und versucht nach schräg hinten rüber zu greifen. Gleichmäßig weiteratmen und versuchen die Hüfte so weit wie es geht nach vorn zu schieben. Nach schräg hinten rechts rüber greifen, Arm lang lassen, Spannung halten, gleichmäßig weiteratmen und wieder lösen. Und letzte für heute. Ihr macht bitte nochmal die Füße richtig weit auseinander, Beine gestreckt und wir gehen mit beiden Händen zum linken Fuß nach unten und versuchen mit gestreckten Beinen langsam die Nase Richtung Knie zu führen. Und halten. Geht da langsam ran und mit jedem Mal ausatmen ein bisschen mehr Richtung Knie nach unten ziehen. Und Seitenwechsel. Beide Hände zum rechten Fuß nach unten, Beine gestreckt lassen und Nase Richtung Knie. Und halten. Beine gestreckt lassen, nochmal ein bisschen nachziehen und langsam wieder lösen. Sehr gut, ihr habt es geschafft. Bis zur nächsten Einheit. Macht's gut.